Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit dem Jürgen Racex. Hallöchen. Hi. So, hier hat sich was getan an meinem Hof. Ja, und an meinem auch. Wie man sieht, habe ich ein neues Haus. Ja. Und du bist umgezogen, habe ich gehört. Ja, ich bin sozusagen dein neuer Nachbar. Okay, auf wo? Hof 5. Hof 5. Also hier unten beim LU eigentlich? Ja, genau. Okay. Jetzt hingezogen. Okay. Warum ist hier so leer? Erklär mal. Aber wir könnten gleichzeitig schon mal ein bisschen laufen, oder? Genau, wir können zum Händler laufen währenddessen. Warum hier so leer ist, hat den Grund, wir sind auf die neue Map gewechselt, auf die Batzingen V3. Und haben den Seasons Mod, wie ihr seht, draufgepackt. Ist ja standardmäßig auf der V3 schon verbaut. Genau. Man kann ihn mitnutzen, wenn man möchte. Genau, und hat der Bauhof das direkt mal ausgenutzt und ist runter auf den Hof 5 gezogen. Wir haben von allen Höfen die Fahrzeuge verkauft und haben jedem Hof den Wert der Fahrzeuge und so gut geschrieben. Ja, damit jeder Hof sich die Fahrzeuge von dem Geld kaufen kann, wie er möchte. Genau. Auch die Getreidelager wurden alle verkauft mit Inhalt. Und alle Felder. Machst du gerade mal die Zeit noch auf 5? Ja, genau. Jo. Und es wurden auch alle Gelände verkauft und die gut geschrieben. Genauso wie ich gerade sagen wollte. Was wollte ich sagen? Jeder hat seinen Hof wieder. Der wurde direkt gekauft. Und die standardmäßigen Farmhäuser sind auch stehen geblieben, weil, einfach so als Grundstock, dass man da nicht nochmal 150.000 oder was das kostet, ausgeben muss für die ganzen Gebäude. So, außerdem haben wir hier natürlich schon, da kommen gleich welche angerannt, haben wir schon ein paar Schilder platziert, zum Beispiel hier Hans-Peter. Ja, genau. Herr Baruna! Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich war ja eine Woche nicht da. Und da wollte ich Sie mal fragen, ob Sie wissen, wie das mit der Stadtratswahl ausgegangen ist. Würde mich auch interessieren. Der Herr Neumann, Marlon Neumann vom LU. Mhm. Der Herr Hans-Peter und ich sind im Stadtrat oder Gemeinderat. Also Sie, der Besoffene und der Marlon. Naja, der Herr Hans-Peter hat angefangen, eine Therapie zu machen. Ja, wir haben man ja darf im Stadtrat nicht trinken. Wir haben ja jetzt oben ein paar Zellen. Ja, wenn sie die brauchen, dann ist ja gut. Das heißt, aber ich müsste mal gerade, ja. Bezüglich Feuerwehr, ich weiß nicht, denke ich jetzt nicht, dass ich nicht mehr dort bin, aber bezüglich Feuerwehr wende ich mich am besten an Sie. Also oder alt an Marlon. Und Sie wollen eine freiwillige Feuerwehr gründen oder wie? Gab's doch schon. Ich hatte keine Einsatzfahrzeuge jemals gesehen. Echt? Dann konnten Sie nicht gucken. Echt? Vielleicht war ich auch nie an einem Einsatzort. Doch. Ich habe mal gehört. Sie haben sogar die Feuerwehr öfters mal gerufen. Wie sehen bei Ihnen Feuerwehrfahrzeuge aus? Rot. Ich habe das Ganze von einem gewissen Herrn Tobias Knoll übernommen, der irgendwie krank geworden ist. Ich bin mir trotzdem absolut sicher, dass ich nie ein Feuerwehrfahrzeug gesehen habe. Doch. Selbst aber bei den ganzen Events ich hatte schon davor. Ich erinnere mich nur an einen Einsatz. Roten Passat oder Golf, der vom Händler war. Sonst habe ich kein rotes Fahrzeug gesehen. Nein, entnommen. Der war nicht vom Händler, der war vom... Ach. War ein Feuerwehrfahrzeug, aber egal. Okay. Na, dann müssten wir mal überlegen, ob wir vielleicht, wenn sich die Feuerwehr etabliert, dass wir dann mal auch ein paar Feuerwehrfahrzeuge anschaffen. Ja, also kann es ja nicht sein, dass sie immer mit Privatfahrzeugen irgendwo hingucken müssen. Ja, vor allem, ich habe keins. Wie, keins? Und mein Kommen Deutsch Sie mal auf die Seite, durch. Ich höre irgendwie... Oh. Hey, der Neue, was macht denn der da? Was hat der denn? Achtung, passen Sie mal auf, nicht. Also ich finde, die Sämaschine ist ein bisschen klein für den Traktor. Ja, habe ich auch das Gefühl. Oh nee, ich finde, der Traktor ist so groß wie die Sämaschine. Okay, wo kommt dasselbe bei raus?
Woher haben die so viel Geld? Also man muss sagen, durch die... Sie wissen ja, wir sind ja gemeindetechnisch einmal bankrott gegangen und jetzt wieder neu formiert. Ja. Dadurch hat sich ergeben, dass das Lohnunternehmen ziemlich viel Gewinn gemacht hat. Oh. Ja, genau. Also aber bezüglich der Feuerwehr, da keine Ahnung, wollten Sie irgendwie zum Händler was bestellen, kaufen? Ja, natürlich brauche ich was. Ich bin jetzt den ganzen Weg hergelaufen. Dann würde ich sagen, keine Ahnung, rufen Sie mich an oder ich rufe Sie an und dann treffen wir uns nochmal. Ja, hallo. Ich denke, das muss ein bisschen Zeit haben. Hallo. Jo, soll ich jemanden etwas mitnehmen hier, oder? Nun. Ich bin noch nicht so weit, vielen Dank. Kein Deutsch? Nein. Na, aber Steyr kommt aus Österreich. Ich mache ihn mal zum Händler. Bis dann. Mit Case zusammen. Bis dann. Ja, mit Case. Ja, und dann. Hallo, Hans. Hallo. Ich bin gleich für dich da. Unter Gewichten ein. Von Syr. Ein SB 1600 Kilo Gewicht. Mhm. In der Farbe Orange. Orange, Star-Orange. Genau. Genau. Jo. Hat Wert dann erstmal. Jo, danke. Jo, tschö. Hallo. Hallo? Wo stehst du denn? Ach, da. Nee, ja, um die Ecke. Ich muss gerade mal gucken. Gerade noch mal was gucken, einen Moment. Ich kenne mich nämlich nicht so aus mit diesem Dings da. Aber ich hoffe mal, dass ich das hinkriege. Okay. Gut. Dann, ich würde auch gerne mal was bestellen. Was? Dann sagen wir an. Muss gerade mal gucken. Sag du an. Muss gerade mal gucken, Moment. Weiß ja auch nicht, ich habe irgendwie Minus gewirtschaftet. Das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich nicht, aber ich weiß auch nicht warum. 260 PS. Nee, Moment, hier. Auch 260, aber der kostet 200.000. 200.000 ist knapp mit ihrem Konto. Ja, eben. Was hatten Sie sich denn vorgestellt? Ne, ich brauche, warten Sie mal, ich guck mal, oder warte du mal kurz, ich muss mal gerade gucken, wie viel Budget ich überhaupt habe. 1.140.000, das heißt 400.000 Budget habe ich. Ich bräuchte einen Traktor. Ja. Aber da würde mich erstmal nach einer Sämaschine gucken, dass ich die da anpasse. Mhm. Also, wenn Sie etwas günstigeres suchen, dann würde ich die Pferderstedt empfehlen. Meter. Die Rapid? 6 Meter. Die Rapid, ja. Die Rapid A. Ist es die, die da vorne steht? Vom LU? Ja, das ist genau so eine. Okay. Können wir den Herrn Neumann mal dazu holen? Ja. Moment. Herr Neumann? Ja. Herr Neumann? Jetzt wollte ich gerade mal fragen, was macht denn Ihre Sämaschine hier? Die da? Ja. Ich wollte warten, bis ich was kaufen kann. Wollen Sie die verkaufen? Nee, Saatgut kaufen. Ach so, okay. Nee, dann hat sich's erstmal erledigt. Dann, schade. Ciao. Ciao. Jetzt dachte ich, ich kann die dem schon billig abkaufen. Ah, hätte ja sein können. Ja. Okay, nee, dann. Was braucht ihr an PS? Ich brauche, Moment. Brauch, 180. Ich 180, da würde. Ich hätte aber gerne noch eine mit Dünger gleich dabei. Ja. Warte mal, 100.000, 140 sind 240.000. Dann hätte ich noch 250 oder 210. Die Pronto braucht dann halt schon viel mehr PS. Ja, da schwebt mir dann der. Nee, warten Sie, wir machen es einfacher. 6 Meter. Ja, ich nehme die. Ich nehme die Federstedt. Oder, nee, warten Sie.
Was kosten so eine andere Sämaschine, Einzelkorn? Und was kann man damit alles anpflanzen? Einzelkorn, da kostet eine 9 Meter 93.000. Das wäre prinzipiell günstiger. Aber die kann nicht die normalen Früchte ansehen. Das ist gar nicht also mal nicht so alle, schlecht. Sondern Mais, Sonnenblumen, Soja, Zuckerrüben, Baumwolle, Karotten und Zwiebeln. Warten Sie mal, ich muss mal. Okay, ist aktiviert. Aber nicht Weizen, Gerste oder so. Gut, ich nehme trotzdem die. Okay. Gucken Sie das aufs Richtige. Also die Maestro, die Schorsch. Ja. Aber das Gute ist, ja, braucht auch nur 180 Äste. Ja, das ist, gefällt mir, kommt mir sehr gut. Und dann hätte ich... würde ich Ihnen den Casebook empfehlen. Genau, an den hatte ich auch gedacht. Und zwar bitte mit... Ja? Moment, ich habe gerade so hässliche Dinge gesehen. Ich probiere mich zu beeilen. Einmal nach links, Breitreifen und Radgewichte. Ja, wenn nicht. Oh, reicht die 170 PS oder soll ich lieber 210 nehmen? 214. 214. Dann nehmen wir das so. Dann kaufe ich ihn noch so. Und dann hätte ich direkt gerne noch einen Gewicht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Nee, eigentlich nicht. Eine McMulloch-Kettensäge. Kettensäge direkt, aha. Ja, man muss, was ich, wenn sie, kann ich ja so auf den Traktor schmeißen. Die McMulloch? Ja. Solange sie sie da nicht bei nicht außerdem anmachen. Habe ich ihn gekauft? Ist ja noch kein Benzin drin. Warte mal. Kann der Case, hat kein Frontlader, Tetscher, gell? Nein. Ey, das ist schlecht. Okay. Doch, dann nehme ich ein Gewicht. Und zwar ein... Was nehmen wir denn da? Was sieht denn gut aus? Was empfehlen Sie denn? 1600er, glaube ich, reicht. Von Sur? So ein bisschen groß. Das würde ich... So groß, sagen Sie, dann... Das 1000er reicht. Ja, dann das 1000er. Jo. Dann würde ich Ihnen das auch in Case Rot kaufen. Ja, das wäre mir sehr recht. Dann kaufe ich Ihnen das. So. Gut, dann danke für die Bestellung. Danke ich erstmal. Einen schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. So. Da ist natürlich jetzt gerade erstmal viel los hier. Lukas Müller. Jetzt schwingt auch mal die Füße hier weg. Verdammt. Los. Müller. Marlon. Müller. Müller, beweg mal deinen Hintern weg da. Danke. Was? Oh, sorry. Ciao. Eieiei. Jetzt steht der Hans da schon wieder rum. So. Achso, warte mal. Ach ja, von den Kühen. Machen das doch alles auf einmal. Oh, ach, wir sind ja immer noch bin noch nicht unten beim Hof gewesen. Ja, ich würde ihn auch dir vorschlagen, du fährst jetzt runter, machst das fertig, holst die Viecher ab, und dann fährst auf eine Weide und dann. Okay. Machen wir das auf einem Kladderadatsch, okay. Genau. Ja, so, ja, Mann. Hans? Haben Sie eigentlich schon Saatgut im Angebot? Hans? Ja, ja. Kannst du mir kurz das dürfen was Sie bestellen? Noch hier kaufen. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Damit der Lukas was zu. Mm.
Das war jetzt eigentlich ungeschickt, dass ich mir hier eine Sämaschine gekauft habe. Eigentlich brauche ich... Sollte mir erst noch einen Flug kaufen oder so. Ups, also. Guck ich gerade noch mal rein hier. Oder einen Tiefenlocker. Kuhntiefenlocker wäre gut. Hallo. Ja. Das erste oben links, keine Ahnung, da kommt Avec hin. Mhm. Option, da kommt Grimbel hin. Mhm. Cripe Error kommt Type 7 hin. Ja. Und dann so bestellen. Jo. Dazu bräuchte ich die Schaufel von. Sind sie da? Gadget Garage. Schaufel vom Reaper. Die Godet Courage. Genau, und die Gadget 3XL. Jo. Danke. Hans. Ja? Sorry, muss mich vordrängeln. Kannst du mir gerade noch einen Tiefenlocker von Kuhn bestellen? 4 Meter. Klar kann ich das machen für dich. Super, danke, ciao. Von Kuhn? Ja. So. Gekauft. Danke. So bin ich jetzt dran. So.